damit herzlich willkommen in einem neuen Klartext-Video. Wie immer ist der Name Programm, hier wird Klartext gesprochen, unverblümt, nur die Wahrheit kommt auf den Tisch. Es werden Themen angesprochen, wo sich sonst niemand traut, drüber zu sprechen, und heute ein sehr wichtiges Thema. Es geht um die Sorgen, Ängste und Zweifel im Medizinstudium oder auch dann später als Berufsanfänger mit den ganzen Sorgen, die so ein Berufsstart eben mit sich bringen. Und ich spreche heute nicht ganz allein über dieses Thema. Mein Medizinstudium ist jetzt noch nicht so ganz lange her, aber ich wollte unbedingt jemanden, der mittendrin steckt und aus dem Nähkästchen plaudern kann. Sie ist jetzt gerade im vierten Semester, kurz vorm Physikum, und ihr kennt sie vielleicht alle auf Instagram unter StudyLikeGranger. Ich verlinke euch gerne mal den Instagram-Account unten in der Infobox. Das ist die liebe Melanie. Die habe ich mir heute zum Interview eingeladen und sie erzählt so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was sie für Sorgen und Ängste bereitet hat. Wir haben auch rumgefragt, was für Sorgen und Ängste denn herrschen, und haben uns die wichtigsten Fragen da einmal rausgepickt und werfen uns oder spielen uns gegenseitig die Bälle zu, wo denn so die Ängste, Sorgen und auch andere Dinge waren, die uns im Medizinstudium oder jetzt auch im Berufsanfang Sorgen bereitet haben. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch und begrüßen die liebe Melanie. Hallo Melanie, schön, dass du dabei bist. Ja, erzähl doch erstmal ein bisschen was von dir, damit die Leute dich kurz kennenlernen. Ja, hallo Konstantin und hallo auch an alle da draußen, die heute zusehen. Es freut mich sehr, dass wir uns heute so ein bisschen über das Medizinstudium unterhalten. Das ist natürlich etwas, das fasziniert unglaublich viele Leute da draußen. Und neben all der Freude, die natürlich auch da ist, wenn man einen Studienplatz erhält, kommen im Verlauf des Studiums, vielleicht auch davor, natürlich auch Zweifel und Ängste auf. Und ich glaube, das ist ganz clever, dass wir uns heute mal darüber unterhalten. Ja, vielleicht noch zu mir. Ich heiße Melanie, ich komme jetzt ins vierte Semester. Das heißt, Physikum steht bald an und die ganze Klinik, die steht mir auch noch bevor. Aber so ein bisschen was kann ich natürlich auch schon sagen zum Medizinstudium. Ja, sehr cool. Wie gesagt, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Und ich würde sagen, wir haben ja einige Fragen auch von unseren Followern bekommen. Schießt du doch einfach mal los mit der ersten Frage, die so an mich ein bisschen mehr gerichtet ist. So, meine erste Frage an dich, Konstantin, wäre, ob du Angst davor hattest oder vielleicht noch hast, praktische Dinge auszuführen wie Blut abnehmen oder Vigos legen, ob das jetzt mittlerweile immer gelingt oder ob das manchmal schief geht, was du machst, wenn es schief geht, wie du reagierst, dich dem der Patientin gegenüber verhältst und ob dir natürlich auch der Schweiß den Rücken runterläuft, wenn du siehst, dass die Patientin vielleicht schlechte Wehen hat und einfach wie es dir bei solchen Dingen ergeht, die ja im Krankenhausalltag ganz normal sind. Ja, also dazu muss man sagen, auf jeden Fall ist das ein Thema, wo viele Studenten und ich eingeschlossen mega Angst schon vor hatten oder auch Sorge, dass das nicht sofort klappt mit Blut abnehmen. Und für alle, die es nicht wissen, Vigos sind Braunülen oder auch so periphere Venenkatheter, also diese Zugänge, die man so aus dem Fernsehen auch kennt, wo der Tropf drüber läuft. Und das ist am Anfang nicht so leicht, denn Blut abnehmen, das kriegt man dann irgendwann spitz, das funktioniert auch ganz gut. Und diese Braunülen oder auch Vigos, das ist so ein bisschen eine Technik für sich. Und das geht am Anfang auch ein paar Mal schief. Und das ist natürlich super unangenehm, wenn man da sitzt und kriegt das beim zweiten und dritten Mal stechen dann auch nicht hin. Die Patientin oder Patient ist schon einigermaßen angenervt und einem bricht dann tatsächlich der Schweiß am Anfang aus und läuft einem auch den Rücken runter. Dazu muss man aber auch sagen, man wird da cooler. Und auch die Lernkurve steigt natürlich an. Am Anfang hat man vielleicht so eine 50%-Quote, das klappt oder das klappt nicht. Und mittlerweile ist das schon so bei 9 von 10 Braunülen klappen ganz gut. Aber man wird auch ein bisschen abgestumpfter, wenn es mal nicht funktioniert. Also man weiß dann auch, mit den Patienten umzugehen, man weiß das selber einzuschätzen. Man wird da insgesamt so ein bisschen cooler und lernt da auch mit umzugehen, wenn das jetzt mal nicht funktioniert. Und wenn jetzt eine Frau schon sagt, sie hat schlechte Venen, na, dann ist ja schon mal die Voraussetzung ganz gut. Du kannst ja eigentlich nur gewinnen, und wenn es dann nicht klappt, dann ist es ja für die Frau auch relativ normal, dass es nicht gleich beim ersten Mal klappt. Nee, ein Tipp, versucht es vorher in den Praktika und den Formulaturen und auch im PJ zu lernen und zu üben. Holt euch erfahrene Assistenten ran, die euch mal so ein paar Tricks zeigen, denn rein die Theorie, wie das funktionieren sollte eigentlich, das weiß dann irgendwann jeder, aber es gibt dann auch so ein paar Tricks und Kniffe, wie man vielleicht auch eine Braunüle, die jetzt nicht beim ersten Mal sofort funktioniert, doch noch retten kann. Da hilft auf jeden Fall zuschauen und selber probieren. Ich selbst habe mich da immer so ein bisschen vorgedrückt, weil ich das eben unangenehm fand, wenn es nicht klappt. Aber hinten raus muss man es üben, denn der erste Dienst steht irgendwann an oder der erste Stationsdienst, und wenn man es dann nicht gut kann, das ist dann ein bisschen unangenehm. Aber grundsätzlich
lernt man es sehr, sehr gut. Und es ist normal, dass man am Anfang so ein bisschen Panik davor hat oder Angst davor hat. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert. Man muss einfach nur mit dem Patienten angemessen umgehen. Dann mache ich aber auch gleich weiter mit einer Frage an dich, die mir auch gestellt wurde, die ich auch sehr interessant finde. Angst vor Prüfungen. Ob es jetzt die schriftliche Prüfung ist oder die mündliche Prüfung. Hast du davor Angst oder wie gehst du damit um? Hast du mehr Angst vor einer schriftlichen Prüfung oder vor einer mündlichen Prüfung? Das ist natürlich etwas, was im Medizinstudium immer auf einen zukommt. Und auch da herrschen natürlich große Sorgen, große Ängste davor, wie das ist mit den Prüfungen und auch der Angst vor einer Prüfung. Also ich muss sagen, dass ich ein Mensch bin, der generell eher wenig Angst vor Prüfungen hat. Das war auch schon in der Schule so. Ich war da eigentlich immer relativ ruhig. Natürlich, man ist ein bisschen nervös, wenn es dann losgeht. Aber spätestens, wenn die Prüfung dann anfängt, dann hat sich das bei mir eigentlich immer gelegt. Und das ist auch heute noch so. Allerdings gibt es natürlich auch die ein oder andere Ausnahme. Und bei mir ist es bei mündlichen Prüfungen viel schlimmer als bei schriftlichen. Ein gutes Beispiel im Medizinstudium sind die Anatomietestate. Das heißt, 5- bis 10-minütige mündliche Prüfungen vor einem Anatom. Und ich glaube, das können viele Medizinstudenten bestätigen, dass die Aufregung vor so einem Testat, das heißt, die Minuten, in denen man vor dem Präpariersaal steht und weiß, okay, gleich bin ich dran und es ist auch schon gleich wieder vorbei, aber gleich geht's los, das ist wirklich eine sehr, sehr große Anspannung und ich erinnere mich da ja nicht gerne, aber manchmal dran zurück, wie das so war, vor dem Präpsaal zu stehen und ja, sich vor dem Testat zu fürchten, aber es hat immer geklappt und auch wenn es bei manchen nicht geklappt hat, dann war das auch kein großer Beinbruch. Und ansonsten hilft es auch immer, sich klar zu machen, dass der Prüfer, bei dem man geprüft wird, natürlich auch nur ein Mensch ist. Der wäre gerade wahrscheinlich auch schon lieber zu Hause bei seiner Familie, als hier zu sitzen. Das ist auch ein Mensch, der ist wie wir. Der muss auch seine Wäsche waschen, der muss auch den Abwasch machen, den Müll rausbringen. Also wenn man sich klar macht, dass die Person gegenüber eigentlich gar nicht so viel anders ist als man selbst, dann kann man da eventuell so ein bisschen entspannter reingehen in die Prüfung. Und außerdem sollte man versuchen zu lernen, dass das Scheitern auch im Medizinstudium kein Beinbruch ist. Ich glaube, viele Leute haben Angst davor zu versagen, aber man muss sich einfach immer klar machen, selbst wenn ich jetzt durchfalle, dann gibt es immer noch ein nächstes Mal, ich kann es besser machen. Und wenn ich ehrlich bin, in den seltensten Fällen fällt man ja durch und es liegt nicht an einem selbst. Also wenn man durchfällt, dann ist es manchmal schon nicht ganz unbegründet und dann weiß man, was man nächstes Mal besser machen kann. Und ja, wenn man versucht, so eine Prüfung auch als Chance zu sehen oder auch als Möglichkeit, das eigene Wissen endlich mal preiszugeben, weil ich meine, man lernt ja für manche Prüfungen wochenlang und dann kann man sein Wissen endlich raushauen. Das ist ja irgendwie auch was Schönes, weil natürlich, man lernt für sich selbst, man lernt für die Patienten später, aber dann das Wissen auch mal präsentieren zu können, das ist ja eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Ja, meine nächste Frage hat etwas mit dem Lernen zu tun, denn in der Vorklinik muss ich natürlich auch lernen, aber ich frage mich, wie das im Verlaufe des Studiums ist, wie das in der Klinik ist. Lernt man da genauso viel? Stichwort Hammer-Examen, wie war das für dich? Und vor allem, wie ist das dann nach dem Studium? Du bist ja jetzt Assistenzarzt, da muss man sicherlich auch noch das ein oder andere sich selbst beibringen, aber wie macht man das dann? Weil als Assistenzarzt bist du ja im Krankenhaus, da setzt man sich ja wahrscheinlich nicht mehr klassisch in die BIP. Wie lernt man da? Ist das anders als im Studium? Wie integrierst du das in deinen Alltag? Erstmal vorweg, die Antwort, der ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen, die du da gerade von dir gegeben hast. Das ist tatsächlich so, auch das Scheitern oder auch die Fehler gehören einfach zu diesem Studium hinzu und das ist wirklich kein Beinbruch. Also man kriegt immer eine zweite Chance und die sollte man dann aber auch nutzen. Zum Thema Lernen, da hast du absolut recht, das ist ein Beruf, in dem man auch nie auslernt. Ich komme jetzt ins vierte Jahr und ich glaube, täglich lerne ich immer noch was dazu. Und es ist natürlich ein anderes Lernen jetzt als früher im Studium, wo man dann wirklich viel Zeit hatte, sich zu Hause an den Schreibtisch zu setzen mit Büchern oder auch in die Bib. Das Ganze passiert jetzt nicht mehr, aber es ist jetzt so mehr ein praktisches Lernen oder beziehungsweise der Kreis zur Theorie schließt sich immer mehr. Das ist immer gut, das, was man im Studium irgendwann mal gehört und gelernt hat. Das sieht man jetzt in der Praxis und dadurch macht es das Lernen auch um einiges leichter, wie ich finde.
Mir ist das immer, das theoretische Lernen, relativ schwer gefallen, weil ich da keinen Bezug zu hatte. Und jetzt kommt der Bezug immer mehr dazu und das macht dann auch viel mehr Spaß zu lernen. Und es ist eher so ein Lernen, dass man, wenn man jetzt einen Kasus hat, wo man es nicht genau weiß, dass dann bei der Arbeit, wie es man vielleicht aus Grey's Anatomy kennt, einfach an den Laptop sich setzt oder an den Rechner oder auch ein Buch aufschlägt und das Ganze mal nachliest. Und bei uns ist es so, wenn da wirklich mal eine Thematik aufkommt, wo keiner so einen richtigen Durchblick hat, weil das jetzt zum Beispiel als Gynäkologe kennen wir uns mit den ganzen internistischen Erkrankungen vielleicht was ganz Exotisches nicht so aus, sagt unser Chef, gut, das muss dann ein Assistent mal vorbereiten und dann am Nachmittag kurz in 5, 6 Minuten einfach mal präsentieren, dieses Thema. Und das macht es irgendwie auch spannend, dass man da wirklich immer wieder Dinge sieht und lernt und niemals aufhört zu lernen. Zum Studium an sich ist natürlich auch die ersten 4 Semester ziemlich tough, was das theoretische Wissen angeht und auch das Auswendiglernen sehr, sehr heftig. In den klinischen Semestern ist das auch wieder ähnlich, wie ich es gerade gesagt habe. Da kommt immer mehr so ein Bezug zur Klinik an sich, zur Praxis an sich dazu. Es fällt einem leichter, sich das vorzustellen, was man da lernt. Und mir ist das persönlich dann leichter gefallen, weil endlich die Bezüge da waren und gesagt, die Kreise schließen sich auf einmal. Man versteht dann auch die Biochemie einzusetzen in der Klinik und das macht es um einiges leichter, finde ich. In den klinischen Semestern war das für mich viel entspannter zu lernen als davor. Dann wurde mir eine sehr spannende Frage gestellt und ich kann mich auch noch entsinnen, Angst vor den OP-Saal, Angst vor dem Präparierkurs, also überall die Situationen, wo man eventuell abtreten muss, weil einem schlecht wird, weil man vielleicht kurz davor ist, umzukippen. Das sind ja alles so Horrorszenarien für jeden Studenten, dass man da Angst hat, im OP vor allen Leuten da die Grätsche zu machen und hinzufallen oder auch im Präparierkurs, wo natürlich ganz, ganz viele Studenten da sind, möchte man nicht der eine sein, der dann irgendwie die Biege macht und aufs Klo rennen muss und sich übergeben muss. Hattest du da Angst vor? Wie bist du mit den ganzen Dingen umgegangen? Auch der Präparierkurs ist natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis für viele Studenten, die zum ersten Mal auch eine Leiche sehen. Erzähl doch mal aus dem Nähkästchen, wie war das so bei dir? Also vor dem OP selbst habe ich keine Angst, habe ich auch noch keine Angst vor gehabt. Was einfach daran liegt, dass ich mir in meiner Schulzeit mal einen Knochen gebrochen habe und das war ein sehr komplizierter Bruch, beziehungsweise es war eine sehr langwierige Angelegenheit und ich wurde selbst auch operiert und lag auch im Krankenhaus und ich kannte diese OP-Welt also auch schon aus der Patientensicht und das war mitunter auch eine Gelegenheit für mich, von der Medizin fasziniert zu werden. Und ja, als ich dann auch selbst im OP stand, auf der anderen Seite als Praktikantin zu Schulzeiten oder auch im Pflegepraktikum, da habe ich eigentlich nie Angst gehabt. Ich fand es immer sehr faszinierend, diese OP-Welt, wenn man da durch die Schleuse geht und da eintaucht, das ist natürlich schon was Spannendes für jemanden, der das nicht alltäglich zu sehen bekommt. Und Angst vor dem OP hatte ich eigentlich keine. Es war immer so, wenn ich in den OP gegangen bin und da Ärzte, Chirurgen, Angestellte waren, die mich nicht kannten, dann wurde auch im Vorhinein immer gesagt, wenn dir schlecht werden sollte, dann sag uns sofort Bescheid, ist überhaupt kein Problem. Also auch wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr den OP vertragt, dann geht trotzdem hin, seid offen und falls euch schlecht werden sollte oder so, dann lacht euch da auch keiner aus. Zum Präparierkurs. Vor dem Präparierkurs war ich schon etwas aufgeregter, was daran lag, dass ich vorher noch nie einen toten Menschen gesehen habe, weder im Pflegepraktikum, das ich bis dahin teilweise schon absolviert habe, noch in meiner Familie etc. Ich habe noch keine Leiche gesehen und das ist ja, ein Umstand, der war bei vielen so. Also ich war definitiv nicht die einzige Studentin dort, die das erste Mal wirklich mit dem Tod im Präparierkurs konfrontiert wurde. Und ja, das war dann schon natürlich so ein bisschen mulmig, das Gefühl, als man dann das erste Mal die Treppen runtergegangen ist in den Präpariersaal und dann dort, ja, viele Leichen auf vielen Tischen lagen. Aber es war nicht schlimm und es war so ein ganz besonderes Gefühl, es war nicht beklemmend oder so. Es war irgendwie so ein stilles Gefühl, es war auch so ein bisschen so anerkennend, weil man weiß ja, die Leute, die dort liegen, die wollen hier liegen und ja, sind alle eines natürlichen Todes gestorben und ja, natürlich ist es ein ganz besonderer Moment, wenn man das erste Mal im Präpariersaal ist und es ist auch nicht vielen Leuten dort schlecht geworden, also die Angst davor, dass man umkippt, die ist, denke ich, auch relativ unbegründet. Es stimmt schon, dass der Geruch sehr
Spezielles. Also in meiner Uni haben wir einen relativ modernen Präpariersaal, aber trotz dieser Abzugssysteme riecht man es natürlich trotzdem, das Formalin. Und das ist ein Geruch, an den muss man sich gewöhnen. Ich persönlich bin auch relativ geruchsempfindlich, aber man lernt wirklich, diesen Geruch auszublenden. Und wenn es dann stellenweise wirklich schlimm sein sollte mit dem Geruch, zum Beispiel wenn man gerade Fett schneidet, das ist einfach ein Schritt bei der Präparation, der riecht nicht so gut, dann kann man zwischendurch auch mal rausgehen und frische Luft schnappen, und letztendlich überwiegen wirklich die Vorteile im Präparierkurs. Und es ist eine unglaublich faszinierende Zeit, und ja, auch die Angst, dass man irgendwie bestimmte Gefühle für den Körperspender hat, im Sinne von, dass man ja nicht damit umgehen kann, dass da so eine tote Person vor einem liegt. Das ist auch eine Angst, die nicht wirklich begründet ist, weil die Person, die da liegt, die kennst du nicht. Du erfährst nichts über sie, du weißt nur, wie sie aussieht, mehr wird dir nicht verraten. Und ja, das heißt, es gibt diesen Abstand zwischen dir und dem Körperspender, sodass da rein psychisch auch kein so großes Problem da ist. Natürlich denkt man immer mal wieder darüber nach, wer ist das, was war das wohl für eine Person, hatte sie Kinder, warum hat sie ihren Körper der Wissenschaft geopfert, aber unterm Strich ist der Präparierkurs auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle, hilfreiche und faszinierende Erfahrung und sicherlich einer der schönsten und spannendsten Teile im Medizinstudium, zumindest in der Vorklinik. Ja, Konstantin, meine letzte Frage an dich ist eine etwas ernstere Frage, und das ist sicherlich eine Frage, die betrifft jeden Mediziner irgendwie, egal ob noch im Studium, ob in der Assistenzarztzeit oder auch später als Ober- oder Chefarzt. Und zwar ist es die Frage, ob du Angst davor hast, dass dir irgendwann mal ein wirklich gravierender Fehler passiert, der Konsequenzen für den Patienten, vielleicht sogar für sein Leben hat. Wie geht man damit um, mit dem Wissen, dass man in jahrzehntelanger Berufszeit wahrscheinlich nicht immer alles richtig machen wird? Ist das so ein Gedanke, der eher im Hinterkopf ist? Ist der sehr präsent? Und ja, was kann man tun? Natürlich, man sollte aufpassen, man sollte gucken, was man tut, aber wie lebt man denn mit diesem Wissen, dass natürlich niemals alles perfekt laufen kann? Ja, eine sehr, sehr wichtige und wirklich eine sehr ernste Frage. Natürlich stellt man sich diese Frage, vor allen Dingen, wenn man dann ins Berufsleben eintaucht, immer und immer wieder, weil am Anfang ist man natürlich noch Youngster, man ist relativ unsicher, man hat noch nicht die ganzen Kniffe drauf und hat natürlich gerade am Anfang sehr, sehr viel Angst, Fehler zu machen, die dann auch wirklich weitreichende Konsequenzen haben. Und ich erinnere mich, bei unserem hippokratischen Eid, als wir in der Vorlesung oder quasi in dem großen Hörsaal versammelt waren und uns der Professor quasi verabschiedet hat aus dem Studium, weil wir fertig waren, hat er schöne Worte gefunden, die im Prinzip so lauteten, dass er uns gesagt hat, ich werde jetzt nicht sagen von wegen, ihr werdet das alles super machen und ihr werdet die besten Ärzte der Welt sein, sondern ich sage euch einfach, ihr werdet Fehler machen. Ihr werdet definitiv Fehler machen. Und dann wurde es ziemlich ruhig im Hörsaal, aber alle haben natürlich dann insgeheim genickt, weil das wissen sie auch. Jeder weiß es, dass man nicht, du hast das schon gesagt, jahrzehntelang fehlerlos arbeiten kann. Und das ist auch das wichtigste Bewusstsein bei der ganzen Geschichte, dass man immer wieder versucht, sich dieses in den Hinterkopf zu leiten, dass man weiß, man muss jede Entscheidung, die man trifft, gut überdenken, man muss darüber stehen. Und das finde ich immer so jetzt im klinischen Alltag tagtäglich meine Herausforderung, wenn ich eine Entscheidung treffe, da muss ich dazu stehen und ich muss mir dabei was überlegt haben. Und wenn das so passt und ich mir was überlegt habe und ich eine Entscheidung getroffen habe und die dann falsch ist, dann ist es aber auch nachvollziehbar vor vielleicht dem Chefarzt oder auch den Oberärzten, wenn man dann argumentieren kann. Mir sind Gott sei Dank relativ wenige ganz, ganz weitreichende Fehler passiert. Einer, an den ich mich erinnern kann, wo aber genau die Situation war, dass ich 100% überzeugt von meiner Entscheidung war, dass ich mir sicher war, dass das richtig ist. Und letztendlich hat es sich als nicht richtig herausgestellt.
Und das musste ich dann quasi auch so meiner Oberärztin erzählen. Und die hat das dann aber auch verstanden, hat mich dann aber zurechtgewiesen und gesagt, ja, das musst du vielleicht das nächste Mal doch anders machen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man einfach sagt, man muss aus den Fehlern, die man dann begehen wird oder auch begeht, lernen, daraus irgendwelche Schlüsse ziehen. Das ist, glaube ich, ein Prozess, der nie aufhört. Man wird immer mal kleine Fehler einbauen, aber die muss man dann halt beim nächsten Mal besser machen. Also es gibt eigentlich so zwei Punkte, die ich immer im Hinterkopf habe. Einmal ist es wirklich der Respekt davor, dass meine Entscheidungen auch wirklich weitreichende Konsequenzen haben könnten, auch wenn sie falsch sind. Niemals auf Lücke arbeiten. Also wenn man sich unsicher ist, wenn man jetzt nicht richtig weiter weiß, dann niemals, auch wenn es nachts um 4 ist, sagen, ach, ich mache es jetzt einfach so, weil ich möchte meinen Oberarzt nicht wecken oder sowas, sondern fragt einfach nach, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist. Man kann gerne mal auf Lücke arbeiten, wenn man ein Bohrloch in die Wand macht und nicht weiß, ob dahinter ein Stromkabel liegt. Dann macht es entweder Peng oder nicht. Aber wenn es um Menschenleben geht oder auch um Patienten geht, dann sollte man eben nicht auf Lücke arbeiten, sondern sich vergewissern, dass das auch richtig ist, was man hier macht. Und der zweite Punkt, den ich wichtig finde, ist eben aus den Fehlern zu lernen. Und wenn man die zwei Sachen berücksichtigt, dann ist es auf jeden Fall der richtige Ansatz, meiner Meinung nach. Dass Fehler passieren werden, steht außer Frage. Und damit muss man eben auch umzugehen lernen. Das ist am Anfang, ist es tatsächlich so, dass man gerade am Anfang weniger Fehler macht, habe ich so das Gefühl, weil man einfach viel mehr nachfragt, weil man sich dann auch sehr unsicher ist. Und je selbstbewusster man in seinem Auftreten wird oder auch in seinem praktischen Know-how, desto mehr verleitet einen diese Selbstsicherheit, auf einmal ein bisschen mehr Fehler zu machen oder mehr zu wagen und auch Fehler zu machen. Das ist jetzt so meine Erfahrung. Und dann kommt natürlich irgendwann wieder ein Punkt, wo man so viele Erfahrungen gesammelt hat, wo man wenige Fehler in der Routine macht, weil einfach immer doch die Abläufe sich dann wiederholen und irgendwann hat man alles mal gesehen und das ist so ein Standpunkt, den man dann zu erreichen versucht. Scheut euch nicht vor Fehlern, es passiert, lernt daraus und dann läuft man, glaube ich, ganz gut mit der ganzen Fehlergeschichte. Aber gute Frage. Apropos gute Frage, nächste Frage an dich, die ich auch sehr, sehr wichtig finde, denn jeder hat doch einmal im Studium mindestens einmal das Gefühl, dass dieser Beruf, den man da gerade erlernt, vielleicht so doch nicht das Richtige für einen ist, dass man vielleicht doch überlegt, oh, ist das überhaupt was für mich? Kann ich das überhaupt? Soll ich nicht lieber abbrechen? Soll ich doch weitermachen? Soll ich es durchziehen? Jeder kommt irgendwann mindestens einmal an so einen Punkt, da bin ich mir sicher. Und das ist so die Frage, was macht man eigentlich, wenn man mitten im Studium merkt oder an so einen Punkt kommt und sagt, ist das überhaupt so die richtige Wahl gewesen? Wie gehst du damit um, beziehungsweise hast du auch schon mal sowas Ähnliches erlebt? Frage danach, ob ich Angst davor habe oder ob man Angst davor haben sollte, dass sich die Medizin irgendwann als falsche Wahl entpuppt. Ja, weil das Reinkommen ins Medizinstudium ist natürlich nicht ganz so leicht, für den einen leichter, für den anderen schwieriger. Und dann besteht natürlich die Frage, vielleicht auch für Leute, die über die Wartezeit reinkommen, lohnt sich das zu warten? Und was ist, wenn ich dann so viel investiert habe, um reinzukommen, um dann festzustellen, dass es falsch ist? Wie kann ich das erkennen? Oder wie soll ich damit umgehen, diese Gedanken zu haben? Also, ich kann natürlich auch aus meiner Erfahrung berichten. Vor allem im ersten Semester war es so, dass ich Studiengangszweifel hatte. Ich glaube, das ist ein Stück weit normal und man hat diese Zweifel auch immer mal wieder. Das ist total natürlich. Und die legen sich natürlich auch mit der Zeit, aber im ersten Semester war das natürlich noch relativ extrem. Ja, neue Stadt, eigene Wohnung, neue Leute, ein ganz neuer Lebensabschnitt. Und dann ist da noch diese Chemieklausur, dieses Physikpraktikum. Und ach, was hat das denn jetzt eigentlich mit dem Arztsein zu tun? Ich studiere doch Medizin, ich möchte doch nicht Physiker werden. Ja, das sind ganz viele Gedanken und Eindrücke, die man da bekommt. Und ja, letztendlich muss man sich da manchmal wirklich einfach zusammenreißen und es einfach durchziehen, weil am Ende wird man das nicht bereuen. Das ist so meine Erfahrung, ja. Und diese Zweifel legen sich dann auch meist. Und vor allem dann, wenn es praktischer wird, wenn man dann wirklich langsam mal mit Patienten was zu tun hat oder wenn man tolle Ärzte trifft, die unglaublich spannende Dinge zu berichten haben, die einen begeistern können, weil sie selbst so begeistert sind. Das sind dann diese Momente, die einen daran erinnern, ja, ich will Medizin machen, ich bin hier genau richtig. Oder wenn man in einer Vorlesung sitzt und auf einmal nach 30 Minuten, in denen man fast eingeschlafen wäre, kommt da ein total interessanter Fakt über den Körper und dann ist man wieder hellwach
und ist so fasziniert davon, wie wir Menschen eigentlich funktionieren, dass man wieder denkt, okay, das ist wirklich das, was ich machen möchte. Damit möchte ich mich beschäftigen. Ja, also diese Momente, begleitet von Momenten, in denen man natürlich daran zweifelt, die machen so ein Studium sicherlich aus. Und eine andere Angst, die ich persönlich auch hatte und von der ich weiß, dass sie auch mehrere Leute haben, ist die Angst, dass man ein unglaublich hundertprozentiger Naturwissenschaftler sein müsste, um Medizin zu studieren. Ja, das ist auch überhaupt nicht so. Also ich persönlich, ich mag natürlich Naturwissenschaften, aber ich mag auch Sprachen zum Beispiel. Und dieses Dilemma zwischen, bin ich eigentlich jemand, der eher was Sprachliches machen sollte oder bin ich gut genug für ein Medizinstudium? Das ist natürlich eine Frage oder ein Zwiespalt, der viele Leute beschäftigt. Und ich kann euch definitiv sagen, ihr müsst nicht zu 100% ein naturwissenschaftsliebender Mensch sein, um Medizin zu studieren. Ja? Ihr könnt auch andere Leidenschaften haben, die ihr dann vielleicht in eurer Freizeit auslebt oder ihr kombiniert sie. Ich zum Beispiel bin so ein bisschen im Medizinjournalismus auch unterwegs. Also ihr müsst wirklich nicht zu 100% Physikliebhaber sein oder so. Das ist auch kein Mensch. Kein Mensch von uns ist einseitig. Wir sind alle vielfältig und das muss euch klar sein. Also keine Angst davor, wenn es darum geht, dass ihr auch anders gestrickt seid. Ja, also Medizinstudium ist etwas, das ist für viele Menschen was und der Wille und der Ansporn, das ist eigentlich das, was wirklich zählt. Ja, dem ist eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für das Interview. Ich fand es super interessant, auch mal eine andere Sichtweise zu hören. Und unterm Strich sind hier viele Aussagen gefallen, die auf jeden Fall Mut machen sollten, sei es Angst vor Fehler zu machen oder Angst vor der ersten Hilfe oder auch Angst vor dem Präparierkurs oder im OP. Das sind alles Ängste, die man haben kann und auch haben wird, aber die alle total relativiert werden, weil die Medizin einfach ein super, super schönes Fach ist und es lohnt sich auf jeden Fall, das durchzuziehen, auch wenn man an Punkte kommen wird, wo man zweifelt und wo man einfach denkt, das ist nicht mehr das Richtige für mich. Lohnt es sich vielleicht doch nochmal die Arschbacken zusammenzukneifen und durchzuziehen. Gut, ich bedanke mich recht herzlich. Melanie, vielen lieben Dank. Wie gesagt, schaut auch alle nochmal hier unten in der Infobox. Da verlinke ich mal ihren Instagram-Account. Super inspirierender Account. Gucke ich immer mal wieder gern drauf. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Viel Spaß bis dahin und adieu. Tschüss.